Alfons, Wilhelm, ihr sollt die Pferde Striegel nicht reiten. Heinrich, brauchst du Hilfe? Nein, 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 nein. Nie machen sie, was sie sollen. Hey! Du! Na komm, nicht wegkommen, herkommen. Ja. Was ist das? Na warte! Wir kriegen dich! Peter, Michael, hört auf damit! Benjamin trägt deinen Gürtel? Ja. Ich sticke meiner Schwester einen neuen, mit 7 Jungen drauf. Bloß nicht. Ich wünsche mir so sehr eine Tochter. Ein liebes, braves Mädchen. Oh. Oh. Hey. Kinder, hör auf damit! Alfons, Wilhelm! Feuer! Hilfe! Wasser! Komm, eins! Wir brauchen Wasser, Heimer! Wasser! Wasser! Schnell! Los, Wasser, schnell! Los, schnell! Lauf, lauf, lauf! Schneller! Bringt Wasser, wir müssen notaufen! Du darfst nicht aufgeben. Das kennen wir schon. Wo bleibt das Wasser? Wir taugen nicht. Ihr gottlosen Geschöpfe! Eure Schwester stirbt ungetauft! Ich wünschte, ihr würdet mir
aus den Augen verschwinden, für immer und ewig! Du dir wünscht, wünschen wir dir auch zum Geburtstag. Viele gesegnete Stunden. 1000 Küsse. Und einen Prinz. Den wünscht ihr mir jedes Jahr. Habt ihr mir endlich einen mitgebracht? Eben war er noch da. Wollen wir ihn suchen? Komm. Nein, da lang. Ich habe einen Kuchen gebacken. Und Bratäpfel gibt es. Mit Nüssen. Nur für dich. Schaut mal. Oh, wunderschön. Ja, nicht wahr? Von meinem Vater. Dem Liebsten, dem Besten, den man haben kann. Oh, dass ihr alle gekommen seid. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Alles gut. Dankeschön. Wo ist dein Vater? Auch noch für mich? Na, mir passt es nicht. Herrlich. Oh, danke. Das wird dem Prinzen gefallen, wenn er dann kommt. Willst du es nicht mal anprobieren? Könnte jeden Tag Geburtstag haben. Wenn da man kein Freier kommt, der ein einziges Kind heiratet. Na, wer zu dieser Schönheit möchte, muss erst mal an mir vorbei. Ach, Vater, ich bleib doch für immer bei dir. Du warst schon so lange nicht mehr bei uns. Ich darf doch heute nicht fehlen, an deinem 18. Geburtstag. Da. Für dich. Schöne Stickereien. Ein Mädchen und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum sind hier 6 Jungen drauf? Deine Tante wünscht dir 6 Freier. Großartig. Da bleiben auch welche für uns übrig. Den Gürtel habe ich deiner Mutter geschenkt, kurz nachdem du geboren wurdest. Ja, und wer sind dann die 6 Jungen? Was ist denn mit dir, Vater? Warum schaust du so?
Vater. Was ist denn mit dem Gürtel? Warum tust du mir das an, Renate? Meine Schwester wollte, dass ich Constanze den Gürtel an ihrem 18. Geburtstag gebe. Ich habe das deiner Mutter am Sterbebett versprochen. Vater! Vater! Vater, jetzt! Vater! Vater, rede mit mir. Bin ich das Mädchen? Und wer sind die Jungen? Du hattest einmal 6 Brüder. 6 Brüder? Was ist mit ihnen passiert? Sind sie tot? Sie sind verschwunden. Verschwunden? Sie sind davongelaufen. Aber warum? Sie hatten nur Unfug im Kopf. Tag ein, Tag aus. Und am Tag deiner Geburt, da war es einfach zu viel. Sie hatten die Scheune in Brand gesetzt. Nur mit Mühe konnten wir den Hof retten. Deine Mutter bekam vorzeitige Wehen. Ich habe Benjamin. Benjamin? Ich habe alle Jungs zum Wasserholen geschickt. Wasser für deine Nottaufe. Und dann? Ich weiß es nicht. Ich habe nur noch den zerbrochenen Krug am See gefunden. Sie waren weg, alle weg. Hast du nie nach ihnen gesucht? Die ersten Jahre schon. Ich bin immer wieder am See gewesen. Ich wollte nicht, dass du mit diesem Schatten aufwächst. Mit dieser Bürde. Mutter hat aber gewollt, dass ich es erfahre. Du hast sie mir verschwiegen, all die Jahre, du. Glaubst du, es ist mir leicht gefallen? Ich habe das doch für dich getan. Constanze! Constanze, bleib! Wer seid ihr? Was wollt ihr? Dich kennenlernen, Schwester. Wirklich meine Brüder? Ja, das sind wir. Bist du Benjamin? Benjamin. Meine liebe Schwester. Ich bin Wilhelm. Tillmann.
Alfons. Und du bist Peter. Peter? Und wer bist du? Ich bin Michael. Ich habe Geschwister. Was für ein schöner Traum. Du träumst nicht. Er müsste doch eigentlich erwachsen sein. Ich rede mit Geistern. Nein, bleib. Wir sind keine Geister. Wir sind Verfluchte. Verfluchte? Der Vater hat uns verwünscht, weil wir ihm nie gehorcht haben. Und in diesem Augenblick wurden wir zu Schwänen. Sie, hier. Aber Vater hat mir gesagt, dass ihr weggelaufen seid. Er lügt! Er hat gesehen, was passiert ist! Vater, was hast du getan? Wir müssen sofort mit ihm reden. Wir können nicht mit dir kommen. Aber warum nicht? Wenn der Nebel zurückkommt, werden wir wieder zu Schwänen. Und dann... Dann... Und dann was? Wir werden für immer Schwäne bleiben. Es sei denn... Nein, niemand. Niemand kann uns erlösen. Jetzt lügst du! Konstanze kann es! Benjamin! Doch, Alfons! Konstanze kann es! Sag es, Alfons. Was kann ich tun? Es verlangt zu viel von dir. Wir gehören doch zusammen. Du musst 6 Jahre lang schweigen. Und 6 Hemden. Aus Brennnesseln für uns nähen. Und kommt in dieser Zeit auch nur ein Wort über deine Lippen. Wird dies wie ein Dolch durch unsere Herzen. Und ihr werdet sterben? Wo warst du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Du weißt es. Ja, ich habe gelogen. Aber bitte, du musst mich verstehen. Was hätte ich denn tun sollen? Deine Mutter ist schon darüber gestorben. Ich konnte doch meinen Fluch nicht ungeschehen machen. Ich wollte, dass wenigstens du glücklich aufwächst. Du bist alles, was mir geblieben ist. Sprich mit mir.
Königin. Die Audienz. Nicht ohne meinen Sohn. Euer Majestät. Ich hätte fast den Hirsch erlebt. Und dann? Nichts. Mein Prinz. Hinten rechts. Entschuldige meine Verspätung, Mutter. Markus, ich erwarte von dir, dass du deine königlichen Pflichten ernst nimmst. Noch bin ich aber kein König. Erst wenn du... Ja, wenn ich tot bin, wirst du König sein. Ich hoffe, dieser Tag liegt noch in weiter Ferne. Bis dahin hast du noch viel Zeit zu lernen, was du wissen musst. Thank you.
Bleib. Ich tu dir nichts. Wer bist du? Wie heißt du? Du bist wunderschön. Kannst du auch reden? Ich heiße Markus. Verrätst du mir jetzt, wie du heißt? War ich jetzt wieder unhöflich? Ich lege dir alle Blumen der Welt zu Füßen, wenn du mir deinen Namen verrätst. Ich wollte dich nicht beim Baden beobachten. Ich konnte doch nicht wissen, dass... Du bist stumm. Nicht verärgert. Hast du Lust auf einen kleinen Ausritt? Wir lassen die Blume entscheiden, ob du mitkommen kannst oder nicht. Einverstanden? Sie kommt mit. Sie kommt nicht mit. 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 Sie kommt nicht mit. Sie kommt mit.
erfolgreich bei der Jagd? Markus! Ich erwarte dich. Das war meine Mutter. Ihrer Meinung nach kümmere ich mich zu wenig um meine Pflichten. Maria? Bitte. Bitte lass es meinem Gast an nichts fehlen. Jawohl, mein Herr. Ich bin gleich zurück. Was soll das? Mutter, ich... Wer ist sie? Ein Mädchen aus dem Wald. Ich bin ihr am See begegnet. Ein Prinz führt kein gewöhnliches Mädchen auf sein Schloss. Aber... Sie verlässt auf der Stelle den Hof. Sie bleibt, solange sie möchte. Sie ist alleine und sie ist stumm. Mein Mitleid ist ihr gewiss. Mutter, du musst mich verstehen. Ein Prinz verliebt sich nicht. Ein Prinz verbietet sich Gefühle. Und wird irgendwann verheiratet. Ich weiß. An die Richtige. Mit einem Königreich. Du suchst sie mir aus. Das wird das Schlechteste nicht sein. Das würde euch kleiden. Oder das? Es ist aber um mich geschehen, Mutter. Ein Prinz verliert nicht den Verstand. Nein. Aber sein Herz. Ihr seht gut aus. Nicht gut. Bezaubernd. Mein Gast ist schöner als die Sonne. Mein Prinz? Bitte nicht. Ja, ich... Ich bin der Prinz. Im Moment wünsche ich mir eher, es nicht zu sein. Ich soll Audienzen halten, regieren lernen, lernen, mich zu benehmen, jagen, damit ich der beste Schütze des Landes werde. Für Musik bleibt da nicht viel Zeit. Nun, was hast du herausbekommen? Mein Herr, sie redet wirklich nicht. Selbst als eine Nadel sie gestochen hat, ist kein Wort über ihre Lippen gekommen. Merkwürdig. Dieses Mädchen schadet dem Prinzen. Aber er ist wie verzaubert von ihr. Ob ich Laute spiele? Thank you.
gehst du hin? Siehe, alles, was eine Frau sich wünscht. Gold, Perlen, Juwelen. All das kann dir gehören. Ja, es ist alles deins, wenn du gehst. Sofort. Und wenn du niemals wiederkommst, hörst du? Niemals. Mein ganzes Gold, all mein Schmuck. Weg. Das glaube ich nicht. Otto ist mein Zeuge. Ich sehe dich nie wieder. Warum bist du weggelaufen? Den habe ich vor langer Zeit verloren. Der gehört mir. Warst du? Als du weg warst, war es in mir ganz kalt. Mutter behauptet, dass du ihren Schmuck gestohlen hast. Ich vertraue dir. Sie dich mit dem Schmuck und dem Gold bestechen wollen, damit du gehst? Meine Stumme. Meine Fee. Darf ich dich so nennen? Fee? Fee, ich bitte dich, werde meine Frau.
Bitte. Nein. Aber, Mutter, sie hat deine Prüfung bestanden. Markus, ich verbiete dir, sie zu heiraten. Du kannst mir nichts verbieten. Sie ist die Richtige. Und ihr Königreich ist ihr Herz, das sie mir geschenkt hat. Thank you.
siehst müde aus. Geht's dir nicht gut? Ich liebe dich. Psst. Mein Herr, ich fürchte mich. Morgens, wenn die Prinzessin aufsteht, sind ihre Füße schwarz vor Dreck und ihre Beine voller Blasen. Sie will es von mir verbergen, doch ich sehe es. Und ihre Hände, rot geschwollen, als ob sie schwere Arbeit verrichtet in der Nacht. Dabei schläft sie doch. Ich habe Angst, das ist... Nimm dieses Kreuz. Es wird dich schützen. Die Königin verlässt sich auf dich. Auf deine wachen Augen und auf deine Verschwiegenheit. Meine Königin, der Bauer behauptet, dass Mäuse sein ganzes Korn gefressen haben. Er möchte 2 Dukaten leihen, um über den Winter zu kommen. Kriegt einer was, verlangt es jeder. Ich habe nichts zu verschenken. Mutter. Hast du dich jemals um die Finanzen dieses Reichs gekümmert? Nein. Also schweig. Schaffe sich eine Katze an, dann hat er keine Mäuse mehr. Den Ratschlag gibt's umsonst, der nächste. Prost. Vergib mir. Ich weiß, dass ich schwere Schuld auf mich geladen habe, aber ich habe gebüßt. Hab Erbarmen mit mir. Ich werde alles tun, was du von mir verlangst, nur erlöse mich von diesem Schmerz. Du bist weggerannt, als hättest du den Teufel gesehen. Kennst du den Mann? Warum regt er dich denn dann auf? Du kennst also die Prinzessin. Wer ist sie? Wie heißt sie? Rede. Nun. Vertrau mir doch. Was verschweigst du mir? Die Prinzessin ist meine Tochter. Deine Tochter? Eure Majestät, ich habe Schlimmes getan. Am Tag, als Constanze geboren wurde. Ich habe meine Söhne verflucht. Sie sind zu Schwänen geworden. Fahr fort. Ich könnte es in die Welt hinausrufen. Du wirst dich von jetzt ab schonen müssen. Keinen Schritt mehr gehen.
Prinzessin, welche Entschuldigung hast du für dein ungebührliches Verhalten bei der Audienz? Die Prinzessin muss sich nicht entschuldigen. Bei mir schon. Kanntest du den Mann? Fee, was ist? Diesen Schwan habe ich selbst erlebt. Ein Jungtier noch. Sehr zartes Fleisch. Die Prinzessin bekommt von nun ab andere Speisen. Sie ist in... Sie wird essen, was wir essen. Dieses Mädchen verhext dich. Und du bemerkst es nicht einmal. Mutter. Diese Hexerei nennt man Liebe. Tust du dir weh? Siehst du das nicht? Deine Frau birgt ein dunkles Geheimnis. Dafür gibt es bestimmt eine ganz einfache Erklärung. Oh ja, dessen bin ich mir sicher. Markus? Ist es nicht seltsam, dass Otto Schmerzen erleidet und sie spürt gar nichts? Öffne langsam die Augen. Müsste die Stumme nicht Qualen erleiden, so wie ihre Hände und Beine aussehen? Bist du überhaupt wie wir? Mutter, bitte hör auf. Ich stelle nur die Fragen, die du längst hättest stellen sollen. Meine Königin, sie will uns alle vernichten. Was will sie damit? Für wen ist das? Welchen Mächten dienst du? Welchen Zauber birgt dieser Gürtel? Das alles hier. Ist Teufelswerk. Fee und ich, wir erwarten ein Kind. Du hattest 6 Brüder. Benjamin, Wilhelm, Michael, was weiß ich. Die ganze Freude deiner Eltern. Und dann du, nur ein Mädchen. Kein 7. Junge. Eifersucht nagte an dir.
und Neid. Und du verfluchtest sie. Du wolltest das einzige Licht im Hause sein, doch vergebens. Die Mutter trauerte und starb. Nie hat sie den Tod der Söhne überwunden. Du hast sie getötet. Du hast sie ermordet. Der Vater verstieß dich. Du mit deinem reinen Gesicht, hinter dem sich der Teufel verbirgt. Dir gefallen meine Lügen nicht? Mein Volk wird dich dafür hassen. Und was glaubst du wohl, was mein Sohn dazu sagt? Du musst nur gehen. Jetzt gleich. Für immer. Und niemand wird je von meinen Lügen erfahren. Dunkle Mächte bedrohen unser Land. Wir aber werden ihre Kräfte zerschlagen. Vernichtet alle Brennnesseln. Reißt sie aus. Verbrennt das Teufelszeug. Keine einzige Pflanze darf stehen bleiben. Mutter, ich möchte dich um etwas bitten. Versöhn dich mit Fee. Wir bekommen ein Kind. Du willst doch mein Glück. Markus, gerade um deinetwillen ist eine Versöhnung mit ihr ausgeschlossen. Du hast es selbst gesehen. Die Brennnesseln? Die Himmel? Ja. Ich verstehe es selbst nicht. Erinnerst du dich an die letzte Audienz? Der Mann, der vor ihr auf die Knie fiel, heißt Heinrich. Und der ist ihr Vater. Fee kannte den Mann nicht. Und das glaubst du ihr? Sie spielt ein Spiel mit ihm, genauso wie mit dir. Sie spielt nicht mit mir, sie liebt mich. Und ich liebe sie. Und diese Liebe macht dich blind. Maria! Eure Majestät? Sag dem Prinzen, was das Volk denkt über seine Frau. Bitte verschont mich. Sag es! Mein Prinz... Ich fürchte mich. Wir alle fürchten uns vor der Prinzessin. Die Königin hat uns erzählt, sie hat ihre Brüder und ihre Mutter getötet. Ihre Brüder und ihre Mutter getötet. Was für ein Unsinn. Unsinn. Hans? Hans? Fürchtest du dich vor der Prinzessin? Nein. Ja, sie hat Schlimmes getan. Ja, so ist es.
Was ist denn los mit euch? Was redet ihr denn? Markus, ich wünsche mir ihre Federn. Der Prinz soll mir einen Schwan schießen. Jetzt schieß endlich. Warum hast du das getan? Du hast mich lächerlich gemacht. Meine Mutter sagt, dass du deine Brüder getötet hast. Und deine Mutter. Das Volk glaubt ihr. Hör mit den Hemden auf, bitte. Auch nicht für mich? Ist der Wandersmann dein Vater? Warum kannst du auch nicht reden, verdammt? Sprich doch mit mir! Schneller, schneller, der Medikus wartet. Reicht es nicht, dass du deine Mutter und deine Brüder getötet hast? Musstest du auch noch meinen Sohn vergiften? Getötet und nun den Prinzen vergiftet. Was habt ihr mit dem Prinzen gemacht? Lasst mich! Mein liebes Kind, warum redest du nicht? Ein Wort von dir und die Königin hätte verloren. Bleib, ich will dir helfen, damit du nicht auch noch den verlierst, den du liebst. Nimm diese Kräuter. Meisterwurz, Annika, Bibernelle und Angelika. Koche sie in Wasser und Wein. Und dann gibst du Markus jede Stunde 2 Löffel davon, die ganze Nacht hindurch.
Das ist der Trank, mit dem deine Mutter Benjamin das Leben gerettet hat, als sein Blut vergiftet war. Glaub mir bitte! Geister gerufen. Auf dem Friedhof. Geh. Wachen! Wachen! Geh. Freuden sehe ich, du bist wohlauf, dem Himmel sei es gedankt. Mutter, im Fieber habe ich geträumt, Fee hat an meinem Bett gesessen und mich geheilt. Sie hat an deinem Bett gesessen, ja. Und sie wollte dich töten. Nein. Deshalb muss sie gehen. Nein. Warum wohl sonst hat sie dir diese Wunde zugefügt? Das war ein Unfall. Und der vergiftete Trank, den sie dir eingeträufelt hat? Mutter, im Fieber habe ich auch so manches geglaubt, aber jetzt sehe ich, dass... Eure Majestät, Prinz Markus... Ich bitte untertänigst um Entschuldigung, die Prinzessin. Was hat sie denn? Das Kind ist da. Ein Sohn. Thank you.
vom Leib, du Hexe. Was hast du getan? Nehmt sie fest. Was? Los! Überlass alles mir. Hinein mit dir, Hexe! Und all dein grauenhaftes Teufelszeug soll mit dir brennen. Diese Frau hat ihr eigenes Kind, den Sohn des Kronprinzen, den Enkel der Königin, getötet. Außerdem ist sie der Hexerei überführt. Zur Strafe soll die Hexe auf dem Scheiterhaufen brennen. Und mit ihr ihre Teufelshemden. Setzen wir den Schmuck ein Ende. Anzünden! Mächte heben sich. Wache! Thank you.
Konstanze! Konstanze! Ich lebe. Ich bin hier. Wir helfen dir. Weiter, das ist Hexenwerk, sonst nichts. Tu was. Nee, ich bin bei dir. Der Fluch ist gebannt. Meine lieben Brüder, ihr werdet leben. Ihr seid erlöst. Du bist befreit von deinem Schwur, liebe Schwester. Konstanze, wir danken dir so sehr. Konstanze, du kannst reden? Ja, doch. Ich musste schweigen, 6 Jahre lang. 6 ewige Jahre, um meine Brüder zu erlösen. Peter? Alfons, Wilhelm, Tillmann, Michael und Benjamin. Unsere Schwester Konstanze hat uns alle erlöst. Ja. Ja, alle. Von meinem bösen Fluch. Meine Söhne, ihr lebt. Könnt ihr mir jemals verzeihen? Wir danken dir. Ja, Vater. Ich bin so stolz auf euch. Meine Kinder. Kommt her. Schuld nicht vertraut. Bitte, ich war blind, verzeih mir. Das Kind ist gar nicht tot! Er hat es im Wald ausgesetzt. Ich habe es gefunden. Du lügst! Das ist der Vater der Hexe. Der steht mit dem Teufel im Bunde. Verhaftet den Mann. Die Königin hat uns die ganze Zeit belogen. Hinteren! Jagt sie davon! Deine Zeit, Mutter, ist vorbei. Das wagst du nicht. Du bist mein Sohn. Verräter. Fee? Konstanze? Bitte verzeih mir alles, was ich nicht verhindern konnte. Königin. Ich liebe dich, Markus. Jetzt kann ich es dir endlich sagen. Ich liebe dich und Liebe kann verzeihen. Dass du sprechen kannst, macht dich nur noch schöner. Lebe die Königin! Ich König dieses Reiches bin, sollst du uns ein Vorbild sein. Dein Wille
deinen Mut, deine Stärke und vor allem deine Liebe.